fahren nach Köln zu Gamescom. Freust du dich? Ich freue mich so doll. Lukas, hast du noch Mettbrötchen? Ne, schon weg. Inhalieren. Nein. Wir brauchen noch was zu essen. McDonald's. Next Sunday. Ba, ba, ba. Wir lieben es. Ja. Timmy, hallo. 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 Wie siehst du aus? Oh. Eigentlich war der Plan auch gar nicht, Mittwoch auf die Messe zu gehen. Jetzt sind wir hier. Hallo Leute, na? Übrigens, Mazat und Lukas haben Auftritt. Die könnten wir auch crashen, theoretisch. Oh. Tim und Tim. Wow. Yeah. Yeah, wir müssen hier lang. Oh, scheiße. Was sagst du zu meinem Fit, Tim? Ich finde deinen Fit 10 out of 10, muss ich sagen. Also so ein bisschen Cargo-Hose, geile Sneaker, Hemd, T-Shirt, dann noch die Kopfhörer dazu. Ne, das sind keine Kopfhörer. Geil. Baggy-Hose, T-Shirt, Cap. Du musst den Preis sagen. Alles 10 Euro. Oh. Es ist ein Wunder, auf meinem Ticket steht tatsächlich Tim Horus drauf und nicht Tim Ho. Mittwoch war noch sehr ruhig und man konnte eigentlich alles sehen. Ja. Ja. Warte, bleib mal so. Ja. Alter! Wir haben Lukas beim SK-Stand besucht und haben den Monster Hunter-Stand gesehen. Oh, ich freue mich so auf das Spiel. Wir haben mit die Lara Fotos gemacht, versucht. Also, ja, das war Marvel. Hier, Marvel Rivals. Oh, Lukas und Mazat haben auch ein Foto gemacht auf der Bühne. Erstes Community-Foto, süß. Ihr wart so viele. Oh mein Gott, Dragon Ball. Da freue ich mich drauf. Das wird geil. Und ja, in die Sonne gucken mit Timid. Yay! Okay, es ist eigentlich schon Tradition, jeden Mittwoch auf der Gamescom erstmal essen zu gehen. Und auch dieses Mal. Und ich habe schon fast alles aufgegessen. Wow. Also, Spieße. Wow. Wow. Da gibt's Salat. Da gibt's Zeug. Dalu ist wieder. Das sieht aber auch richtig geil aus. Sehr lecker. Dann gab es noch super lecker Tacos. Gut, dass du mich daran erinnert hast, dass ich die noch filme. Ja. Es gibt eine Tradition. Und das ist Karaoke während der Gamescom. Ist das ein Audi? Ja. Das ist ein Audi? Das ist ein Audi? Hast du einen Helm für dich, ne? Für mich? Ja. Ja, ich bin geblendet. Ich sehe gar nichts, wenn der hinten das Ding ist. Ich sehe nichts mehr. Mach das aus! Oh, was ist das hell, Junge? Scheiße. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. You know you. Mommy, das ist kein Text. I know you care. You just want to have a. I'll be there. You want my love. You want my heart. And we will never, ever, ever be apart. And we enjoy Tim, girl, quit the playing. Ich bin mal so nach vorne. Du von rechts nach vorne. And baby, I like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, I'd never let you go. My loneliness is killing me, and I confess, I still believe, still believe. Whoa, Cinema Baby. Von der anderen Seite auch nochmal. Oh. Gefällt dir, was du siehst? Das ist schon geil. Komplett blau, Alter, das ist krass. Ja, hier ist, eigentlich ist grün. Eigentlich ist grün, eigentlich ist nicht blau. Wir gehen jetzt zum Bierpong. Wer war das? Wir gehen jetzt zum Bierpong im Experion. Hol Feister vom Kinderparadies. Ah ja, richtig. Hol Feister aus dem Smallland. Schnitt. 8:01 Abend. Einbruch. Warte mal, ich mach die Kamera an und jemand hat was geklaut. Das ist crazy. Ja. Okay, hier ist gerade Bierpong-Action im Experion. Ey, gibt's hier gratis Bier? Gibt's hier gratis Bier? Ja? Ja, hier. Dann sind wir hier. Meister. Kann doch keine Party sein.
Würdet ihr sagen, der Dom ist echt? Das ist eine Regierungsdrohne. Wurde von der Regierung gebaut, um uns alles zu überwachen. Das Auge ist auch und so, aber es leuchtet nicht. Aus Herr der Planeten, der Film. Am selben Abend, nur später. Timmet, wie geht's dir? Das hier ist Cola. Zero. Mir geht's gut, und dir? Mir auch. Wie geht's dir, Leon? Nur echte Sportler trinken Cola Zero. Ich hab Depressionen. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Bist du gerade auf die Messe gekommen? Wir sind gerade auf die Messe gekommen. Ja, weil du so lange gesoffen hast gestern, ne? Den ganzen Tag gefeiert hast, ne? So nämlich, ja? Sagen es den Zuschauern. Ich bin der festen Meinung, dass Matteo AI-generated ist, weil ich ihn noch nie gesehen habe. Und immer, wenn ich beim Bonjour-Studio war in Hamburg, war er krank. Krank, den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Meine Aufgabe für heute wird, Matteo finden und Timmet beweisen, dass er nicht AI ist. Hi. Leon hat gesagt, Matteo ist in der Creator Lounge. Wow, the Coworking Space. Ich habe ihn gefunden, oh mein Gott. Also, er ist echt. Matteo ist doch echt. Ja, also hallo Leute. Hallo. Nein, was macht ihr? Nein, nicht. Ihr macht irgendeinen. Nein, das ist eine Hand. Nein, ich hab das mit dir. Er hat eine Waffe. Das ist ein Ticket. Nein, also. Matteo ist nicht AI. Ich dachte, du bist AI, weil immer wenn ich in Hamburg war, warst du krank. Ja, das ist, weil die AI so programmiert wurde, dass. Nein, keine Ahnung. Ich hab ihn gefunden, oh mein Gott. Können wir mal anrücken? Nein. Okay, schade. Okay, wo? Na, du nicht! Als ich im Bonjour Studio zum Armdrücken war, hatte ich Fieber. Das jetzt ist hab also ich Fieber. Jetzt wär's fair. Jetzt wär's wirklich fair. Jetzt wär's fair. Aber wenn du jetzt verlierst, weil die Stakes sind jetzt heiß, weißt du? Wenn ich jetzt verliere, dann kann ich mich nie wieder blicken lassen. Ja, das original. Ist sehr, ja. Aber eigentlich müsstest du es jetzt machen. Ja, okay, dann machen wir das. Ich würde lieber Bankdrücken machen. Wenn du es organisieren kannst. Okay. Ich trainiere jetzt mit Gewichten. Morgen. Seit 3 Wochen. Oh, geil! Ja. Also 7 Minuten Workout ist Geschichte. Ne, 7 Minuten mit Gewichten jetzt. Du drückst auf der Bank. Das ergibt gar keinen Sinn. Du drückst auf der Bank. Also mein One Rep Max war 140. What? Ich bin ja auch ein bisschen größer, oder? Ja, du bist viel größer. Ja, riesig. Das ist ein kranker Unterschied. Aber das ist krass, weil du so breit bist, wirkst du kleiner. Schon klein, oder? Also du wirkst wie 1,75, ja. Aber weil du halt actually auch 1,50 breit bist. Hör ich öfter. Er ist nicht nur klein, sondern auch dünn. Aber was? Ja, schon richtig gehört. Dreimal dürft ihr raten, wer ohne Ton aufgenommen hat. Danke, Tim Horus. Hier sind wir im Aufzug mit Matteo ohne Brille. Ach du heilige Scheiße. Maluna! Wow, wie kann man so gut aussehen? Very slay, very demindful. Hier bin ich. Was mache ich? Ich gebe Unterschriften auf Rucksäcke mit Tim Horus zusammen. Wow. Dach. Was haben wir hier? Ein Bild, das rollt ja gerade aus. Und es ist Tim Horus. Wer hätte das gedacht? Einmal eine Umarmung und ein Foto hinterher. Warum guckst du komisch? Ich finde immer, wenn wir Leute von euch treffen, es ist so süß, ihr seid alle so sweet, oder? Okay, er findet das nicht so? Doch, ihr seid super. Okay, ich liebe euch. Ich liebe euch. Das war, ist immer so süß. Ich freue mich immer super, von euch welche zu sehen. Super, super sweet. Wir haben Geschenke bekommen, what the fuck? Das ist ja komisch. Hallo Becky. Hey, hallo. Wir hatten gestern einen tollen Abend. Ja, voller Party. Ja. Hi Emmy. Du hast die Haare wie Timmet. Ja. Warte, dreh dich mal so rum. Star. Und dann so, Star. Star. Very demure, very cutesy. Ich hab mich wie ein Dress for Press gefühlt. Oh mein Gott, ja. Vom Channel. Ja. Du kleidest dich aber auch immer slay. Hast du toll zu deinen Augen. Hör mal so. Thema Tamina einfach 10 von 10 getroffen. Hallo, wir sind hier gerade beim Kongstar-Stand. Hinter uns hat Linda ihr Meet and Greet. Und jetzt ist das hier auch halbes Meet and Greet. Wir machen Fotos. Hey, wir ziehen hier Community ab mit Monospielen. Krise. Scheiße. Warum seid ihr so sauer? Weil mir die ganze Zeit plus 2 und 4 gibt. Ich hasse Amy. Tim, wie findest du das hier? Darüber kann ich richtig lachen.
Tim Horus Content. Oh, süß. Das war nicht nett gemeint. Freundebuch habe ich die wichtigsten Sachen aufgeschrieben. Darüber kann ich richtig lachen, Timid. Aber nicht über seine Scherze, einfach über ihn. Das ärgert mich, Timid. Einfach so. Das war's. Cut! Gestern im Rewe hier in Köln und da gab es ganz viele witzige Zero-Getränke. Unter anderem dieses räudige Getränk, Cola Oreo Zero Sugar. Und da ich weiß, dass Tim auch sehr Fan ist von Zero-Getränken, ja, so wie ich, wir schicken uns legit Memes, wo wir über Cola Zero fantasieren. Und ja, dachte ich, bringe ich das mit und du kannst es jetzt einmal probieren. Also ich glaube, jeder, der Vanille-Cola hasst, für den ist das der Albtraum. Oreo Cola, okay. Ich mag Vanille-Cola zum Beispiel. Bist du bereit? Oh, das war satisfying. Das ist wild. Das schmeckt wirklich wie ein Oreo-Keks. Na. Aber mit Kohlensäure. Probier, soll ich? Nee, ist nicht so wichtig. Ich wollte nur deine Reaktion für deinen Instagram-Story haben. Lass kurz den Mund zu. Wie geht das? Ja, what the hell? Okay, du. Jetzt haben wir alle an diesem indirekter Kost. Indirekter Kost. Das schmeckt wie Oreo. Das ist ja crazy. Wie machen die das? Also es schmeckt aber auch wie Cola. Es schmeckt wie beides irgendwie. Es riecht nach Chlor, aber es schmeckt komplett nach Keks. Das ist geil, ich will es trinken. Ellie. Und you want to play? Let's play. Und wenn ihr wollt, dass Masa jemals wieder freikommt. Der Versprecher auch. Gibt's hier überhaupt Einsen? Ja. Aber ich glaube, die spammen zwei einfach.